Problem des Handels mit wichtigen Schätzen, die zum Kulturerbe Zyperns gehören, und deren Export ist nicht neu. Bis zum Beginn der britischen Herrschaft erlaubten es die Gleichgültigkeit der Eroberer, die Armut der Einwohner und das Nichtvorhandensein von Gesetzen, verschiedenen Jägern und Grabräubern unschätzbare archäologische Schätze anzuhäufen und diese an verschiedene Museen im Ausland zu verkaufen. Die Plünderung in früheren Zeiten steht in keinem Vergleich mit der Kulturzerstörung nach der Invasion türkischer Truppen im Juli 1974. Die Zerstörung von zyprischen Altertümern und der Handel damit war von großem Ausmaß und organisiert. Die türkische Armee und das Besatzungsregime tolerierten die Plünderungen und in vielen Fällen halfen sie zum Zweck finanziellen Gewinns. Viele Funde archäologischer Expeditionen, Ausstellungsstücke in Museen und Altertümer aus Privatsammlungen wurden illegal exportiert und Europa damit überschwemmt. Die archäologischen Stätten, die von Plünderung verschont blieben, wurden der Natur und der Zeit überlassen und vernachlässigt. Was alles den Klauen illegaler Händler und Vandalen entkam, wurde dem Verfall überlassen. Die legalen Besitzer haben nicht die Möglichkeit zu reagieren, weil sie gegen eine Besatzungsmacht antreten mussten, die nicht nur kaum Respekt vor archäologischen Stätten zeigt, sondern auch versucht, finanziellen Gewinn daraus zu erzielen, indem sie verkauft. Die Kultur Zyperns kommt buchstäblich unter den Hammer. Dieser Wahnsinn der Besatzungstruppen richtete sich gegen Kirche, die ihre Schätze beraubt wurden. Tragbare Ikonen, Liturgiegefäße, geistliche Gewänder und Evangelien fanden ihren Weg zu den Auktionshäusern Europas. Viele Kirchen wurden als Baracke, Ställe, Toiletten oder Freizeitzentren genutzt, nachdem sie ausgeraubt wurden. Die türkisch-zyprische Presse berichtete umfangreich über diesen Vandalismus. Die kleine Kirche des Agios Efemianus wurde im 13. Jahrhundert gebaut und befindet sich einige Kilometer außerhalb des besetzten Dorfes von Lisi. Sie ist einschiffig, kreuzförmig mit einer Kuppel und ihre Innenwände waren mit außergewöhnlichen Wandmalereien des 13. Jahrhunderts geschmückt. Nach der Invasion hat der türkische Händler Aydin Dikmen die Wandmalereien geraubt und verkaufte sie an eine amerikanische Familie in Houston, Texas. Aydin Dikmen war einer der wichtigsten internationalen Händler. Er operierte mit stillschweigender Duldung der türkisch-zyprischen Administration und der türkischen Truppen, mit der Hilfe eines Komplizenrings, dessen Mitglieder er an ausländischen Universitäten ausbilden ließ, entfernte er einzigartige Wandmalereien von den Wänden anderer Kirchen und Klöster und verkaufte sie an Händler im Ausland. Bei der Entfernung der Wandmalereien wurden Teile davon zerstört. Eines der ersten Monumente, das bestohlen wurde, war das Antiphonidis-Kloster. Innerhalb der Kirche befanden sich hochwertige Wandmalereien des 12. und 15. Jahrhunderts, von denen viele zerstört oder gestohlen wurden. Nach 1974 haben die Türken die Ikonenwand zerstört und verkauften die Ikonen, die Zentraltür und tragbare Objekte. Die meisten der Kirchen in den besetzten Gebieten haben ein ähnliches Schicksal erfahren. Die Kirche der Jungfrau Maria in Kanagaria wurde auf den Ruinen einer Basilika des 5. Jahrhunderts gebaut, die während der Zeit der arabischen Überfälle wahrscheinlich durch Feuer zerstört wurde. In dieser Kirche überstand nur die Altarapsis die Zerstörung. Dazu wurde die neue Kirche im Stil einer Basilika mit Kuppel angefügt. Die Apsis wurde im 6. Jahrhundert mit Mosaiken geschmückt, die nach der türkischen Invasion entfernt wurden. Sie stellten die Jungfrau mit dem Christkind auf dem Schoß dar, umgeben von Erzengeln und heiligen Medaillons.
Diese Mosaiken überstanden den Bildsturm des 8. und 9. Jahrhunderts und dann im 20. Jahrhundert geplündert zu werden. Vier Teile wurden an eine Kunsthändlerin in Indianapolis, Indiana, in den USA verkauft. Nach einem Rechtsstreit an amerikanischen Gerichten sind die Mosaiken ihrem rechtmäßigen Besitzer, der Kirche Zielborns, zurückgegeben worden. In einem abgelegenen Ort im Pentadactylus-Gebirge liegt das Kloster der Panagia Absinthiotissa, das unter der Verwaltung des orthodoxen Patriarchats von Jerusalem stand. Das Kloster wurde im 11. Jahrhundert gebaut und nach mittelalterlichen Quellen war es ein wichtiges Verehrungszentrum für Tausende von Gläubigen. Später wurde das Kloster verlassen, aber seine Kirche, die einzige sechseckige Kirche im gesamten Zypern, wurde von der Anastasios Leventis Stiftung renoviert und an den Resten der Wandmalereien des 12. Jahrhunderts wurden Restaurierungsarbeiten begonnen. Die Wandmalereien wurden weder entfernt noch verunstaltet. Die Kirche der Panagia Pergaminiotissa in der Nähe des besetzten Dorfes Akanthou wurde etwa im 11. Jahrhundert gebaut und gehört zum eingrenzenden kreuzförmigen Stil mit Kuppel. Die Kirche wurde auf den Ruinen einer älteren Basilika, wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert, erbaut. Heute sind die Türen der Kirche vom Besatzungsregime zugemauert worden und niemand kann hineingehen. Das Innere wurde vollständig zerstört, buchstäblich nichts blieb stehen. Wichtige Wandmalereien des 12. Jahrhunderts, wie die Aja Anna beim Beten, wurden ausgeschnitten, um auf Märkten im Ausland verkauft zu werden. Der illegale Handel mit Altertümern und die Zerstörung archäologischer Stätten aus Gleichgültigkeit heraus haben den kulturellen Charakter des besetzten Gebiets verändert. Das Kulturerbe Zyperns ist der Teil des Weltkulturerbes. Ein großer Teil dieses Erbes ist für immer verloren. In Ruinen ein Tempel, von längst vergessenen Händen erbaut. Zwei, drei Säulen und viel Stein, Marmor und Granit überwuchert von Gras. Zeitlos, nichts wird wieder hergegeben. Von den Dingen, die kommen werden, noch von denen, die vergangen sind. Aber genug über die Vergangenheit, lass uns über die Zukunft trauern, über das, was war und das, was sein sollte. Das, was wir gesehen haben, werden unsere Söhne sehen. Erinnerungen an etwas, das lange vorbei ist. Steinbrocken von Lehmgeschöpfen gehalten.